Ja. Hallo Renate. Grüß dich, Gelaset. Ja, ich glaube, ich habe nachgeguckt, sind jetzt 4 Jahre her, dass ich dich das letzte Mal interviewt habe. In Baden-Baden war das. Mhm. Ich würde dich jetzt nicht zu deiner Geschichte fragen, unbedingt was so im Äußeren passiert ist, aber kannst du was sagen über dein Inneres, ob sich innerlich was verändert hat, ob die Tiefe der Wahrnehmung sich verändert hat oder was innerlich passiert ist? Die Öffnung ins Sein. All was die tiefsten Ebenen der Entwicklung sind ja, wenn das Bewusstsein sich öffnet in verschiedene Facetten der Schöpfung, multidimensionale Facetten der Schöpfung. Und wenn wir plötzlich erkennen, dass wir nicht in dieser Illusionswelt der dreidimensionalen Realität gefangen sind und wenn sich plötzlich dann das Innere fragt, was ist wirklich, was ist Wirklichkeit, wer sind wir? Wer sind wir? Wir sind das, was wir sind, wenn wir sind. Und diese tiefe Quelle, die sich offenbart, dann jenseits dieser dimensionalen Verwirklichung des Shiva, der Seelenebenen, ich könnte auch sagen der Matrix-Ebenen, das, was uns in diese dreidimensionale Realität gebracht hat, das hilft uns, wenn es sich öffnet, interessanterweise, indem es zeigt, dass es eigentlich illusionären Charakter hat, dass es Teil der Spiegelungen des einen Bewusstseins ist, das hilft uns gleichzeitig, dem zu entrinnen. Also dem, was das Gefängnis der linearen Zeit, der Aufreihung der Zeit in Tropfen von gestern, das Jetzt, was einerseits von gestern überschattet ist und schon immer auf das Morgen ausgerichtet ist und damit im Ich-Kern sich bricht und auch in der Idee, dass das Ich derjenige ist, der das Leben entfaltet. Der erste Schritt, ja, all die Jahre war für mich diese Öffnung in die vielfältigen Tiefen der Schöpfung. Was ich so wahrgenommen habe, dass eine tiefe Informationsquelle, ich könnte sagen die Matrix, ich könnte sagen ein Funke dieses universellen Informationsmeers von Schöpfung sich gezeigt hat und gebrochen hat durch diesen Körper, der hier auf dem Stuhl sitzt und das Ich, was sich mit dem Körper identifiziert. Und das, was passiert ist, ist im Grunde, dass der Bewusstseinsfokus, der vorher mit dem Ich-Kern oder mit der Öffnung des Ichs in diesen Schöpfungsfacetten befasst war, also sich wahrgenommen hat als schöpferisch, als nicht unbedingt zu einem Körper und einem Ich gehörend, aber dass viele Bewusstseinsebenen als universelles Bewusstseinsfacetten, als multidimensionale Ebenen, als verschiedene Ebenen der Wahrnehmung des Göttlichen zum Beispiel, als verschiedene Ebenen der Wahrnehmung von Wirklichkeiten, die unterschiedliche Kleider tragen, ja, die in Resonanz schwingen zu den Naturebenen, zu den galaktischen Ebenen, zur Kraft von Mutter Erde, dass diese Facetten, Schöpfungsfacetten sich geöffnet haben in ihren wahren Kern. Und das ist das, was wir sind, wenn wir sind. Reines Sein. Ich würde sagen, die Angleichung der Schöpfung an das Nichts, wenn ich es zusammenfassen wollte, als inneren Prozess, als Bewegung. Oder auch das Verlassen der Schöpfung. Auch das Aufhören der Idee, dass zu einem individuellen Körper und dem Wahrnehmungsfokus, der in einem individuellen Körper und in der dazugehörigen Persönlichkeitsstruktur verankert zu sein scheint, dass dieser Fokus nicht nur jetzt in dem universellen Meer von kreativer Schöpfung verschiedene Blickwinkel einnehmen kann
Und dann vom Ich-Kern, von der Ich-Wahrnehmung zur universellen Wahrnehmung von Schöpfung gerät, wo das Ich plötzlich erfährt, dass es sowas wie ein Ich nicht gibt, sondern kollektives schwingendes Bewusstsein, eine universelle Symphonie, das jenseits der linearen Raumzeit und auch jenseits dimensionaler Ausrichtung schwingt. Und dass deshalb, wo kein Raum ist und wo keine Zeitausrichtung ist, ja, gibt es eben auch kein Zentrum, sondern es kann viele Zentren, die aus dem Nichts auftauchen haben. Und dieser kreative Fluss, Kraft, der kraftvoller, universeller Schöpfung, war eine große Faszination über Jahre für den Ausdruck, wo ich jetzt mal sage, das war mein Ausdruck. Und das war das große Geschenk der letzten Jahre, war es dieses Erlöschen der Schöpfung und das Erlöschen des Seelenausdrucks, das sich wahrgenommen hat als sich zurückziehen aus der Identifikation mit einer äußeren Wirklichkeit, mit einem Ich, was die äußere Ereignisreihen zu gestalten scheint, auch wahrnimmt, was eine innere Erweiterung erfährt durch die Dynamiken von dem, was außen passiert und was innen passiert. Und dieser Rückzug aus diesem Verstehen, das, wo ein Ich ist, auch ein Innen, ein Außen-Ich, dieser Rückzug in ein tieferes Verstehen, das jenseits des Ichs ein Seelenkörper ist, eine bestimmte Facetten der Schöpfung, schöpferischer Ausschnitt dieses kreativen Potenzial des einen Bewusstseins als schöpferisches Bewusstsein mit unendlich vielen Möglichkeiten des Ausdrucks, dass diese Ebene, wo die Seele sich selber erkennt, nicht als isoliert zu einem Körper, zur Gestaltung eines Lebenslauf gehörend, sondern wo sie sich erfährt als etwas, was keinen bestimmten Ort hat, keinen bestimmten Raum hat, sondern als Gleichzeitigkeit des Bewusstseins präsent ist, gleichzeitig in vielen Orten, in vielen Welten. Dass also der Fokus nicht mehr in einem individuellen Aspekt ist, sondern im universellen Fluss des schöpferischen Einen. Und dieser Schritt aus dem Dreidimensionalen in das Multidimensionale ermöglicht als Tor die Erkenntnis, dass das, was eigentlich all diese schöpferischen Facetten verbindet, diese Symphonie, aus dieser Klangfülle, ja, diese Symphonie, die aus vielen Welten, aus vielen Richtungen, aus vielen Kernpunkten des universellen Bewusstseins, das aufleuchtet, ja, wie die Sterne aufleuchten, hier, 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 hier. Und da, wo eine Identifikation ist, manifestiert sich ein Wahrnehmungsfokus. Und dieses, ich würde sagen, ekstatische Feuer der Schöpfung enthüllt sich dann in der Vielheit plötzlich als das eine. Und das macht die Tragfähigkeit von Existenz überhaupt aus. Ja. Und dann ist plötzlich kein Unterschied mehr zwischen dem Ich, was bisher gedacht hat, ich bin der Tour, aus mir, ich bin derjenige, der die Lebensgeschichte entfaltet, und kein Unterschied mehr zwischen diesem Ich und zwischen der Grundsubstanz der Seelenmatrix, die sich selber nicht mehr als Macher oder als Tour erfährt, sondern die spontanes kreatives Sein ist. Ja, und erst versteht, wer das tut, wenn es in die eigene Bedeutungslosigkeit fällt, das heißt, wenn die Schöpfungsinhalte leer werden und es plötzlich erkennt, dass hinter allem und in allem, was diese universellen Schlaglichter des Bewusstseinsflusses als ewigen Fluss ausgemacht haben, dass da plötzlich reines, schlichtes,
einfache Präsenz des ewig Seienden, der Urgrund ist. Und dass es deshalb keinen Unterschied macht, ob ich den Fokus in Ich habe oder den Fokus in der multidimensionalen Wahrnehmung von Realität habe. Weil das, was beides umfängt, ja die Persönlichkeitsstruktur mit dem, also das Körper-Ich mit dem Körper, der auf einem Stuhl sitzt, und das schöpferische Bewusstsein, was in vielen Realitäten zu Hause ist und in vielen Dimensionen und einen dimensionalen Sprung machen kann und auch eine Verschmelzung möglich ist mit der inneren Essenz eines Berges, zum Beispiel dem Arunachala, oder der Kraft eines Baumes, der Birke, oder den inneren, feinen, filigranen, kreativen Fließen eines Kristalles, dass kein Unterschied ist zwischen dem Ich und diesem. Weil das, was jenseits dieser Formen ist, ist das Formlose. Und das ist das ewig Seiende und das ist der Urgrund. Und das würde ich sagen, das ist der tiefste Erlebniskern von dem, was ich jetzt mal als Entwicklungsschritt der letzten 4 Jahre bezeichne, was ja nicht wirklich ein Erlebniskern ist, sondern ein Seinszustand, der sich enthüllt hat. Nämlich aus der Vielheit, der Rückzug des schöpferischen Bewusstseins, aus der Vielheit in der Erkenntnis, dass das, was wirklich ist, nur Einheit ist. Und die ist nicht definiert. Sie ist ununterschieden. In ihr entsteht kein Handlungsimpuls. Sie ist ewig still und wahr. Sie ist das, was sich als unmittelbar, spontan, und zwar in unserem ganzen Wesen. Damit meine ich auch die Einheit von Körper-Ich, von den feinstofflichen Ebenen, der Matrix der seelischen Grundsubstanz und dem ewig Seienden. Plötzlich erkennt sich alles, was ist, ja, in dieser Gegenwärtigkeit als reines Sein. Als reines Sein, was ist und was nicht ist. Und was sich, so wie es in einer Upanishad, die Taittiriya Upanishad ist, was formuliert ist, es ist das, was ich den Worten, die ich ja jetzt versuche zu machen, oder die sich jetzt entfalten, was sich den Worten und dem Denken entzieht. Das, was sich den Worten und dem Denken entzieht. Dieses ganz Einfache. Unprätentiöse, formlose, was immer da ist und sich manchmal eben schlagartig mit einer großen Kraft zeigt, die wir nie vergessen und dann immer wieder suchen, wenn wir in den anderen Ebenen sind. Und so finde ich im Moment am interessantesten diese Dynamiken von Sein und Nichtsein, von Sat, dem Sanskrit-Wort Sat, Asat. Das heißt, das Fließen des Bewusstseins und das Erkennen der Formen und das Zerfallen der Formen ins Nichts, die dann schlagartig das reine Sein enthüllen. Sat, S-A-T. Und Sat, also unser Urgrund, das, was immer da ist, kein Anfang, kein Ende und keine Mitte hat, das ist die Kraft, die alles durchströmt und die als Kraft, die eigentlich keine Kraft ist, sondern einfach nur reines Sein, aber alle Kräfte öffnet, die da wirken im Universum und die sich in diesen mannigfaltigen, bunten Klängen und Formen zeigen. Und mit der Begegnung, mit dieser Begegnung in der mit diesem Fall ins Sein als tiefste Wahrheit steigt eben auch wirklich diese Freude an Existenz überhaupt auf. Und nicht nur an der Existenz, dass es so ist, wie es ist, sondern dass wir sind. Dass wir sind als Körper, dass wir dieses Leben haben. Dass wir den Duft von dieser Fülle der Pfingstrosen haben.
dass wir Gelegenheit haben, uns selbst wahrzunehmen im Zeugen, zu beobachten, wie ein Same sich entfaltet und so etwas Komplexes und so etwas Besonderes wie eine Biografie, wie eine individuelle Lebensgeschichte entfalten kann. Ja, Zugang zu haben zu der Schönheit, zu vieler besonderer Ausdrucksformen, wenn ich dem anderen begegne als dem anderen. Und zwar nicht begegne auf einer Ebene von Ich-Du, sondern in der Komplexität der Fülle, der schöpferischen Fülle, die eine Einheit von Kreativität ist, wie jetzt zwischen uns beiden, ja auch der Fluss, kreativer Fluss des einen Bewusstseins, das verankert ist jetzt in der Substanz zweier Körper-Geist-Universen. Und die Freude, die das tiefe Verstehen, wo der andere ist, und die Freude, sich in einer noch anderen Facette der Existenz, der universellen Existenz des fließenden Bewusstseins finden zu können, das ist eine unendliche Bereicherung der vorherigen Ich-Perspektive. Und diese tiefe Leuchten wahrzunehmen im anderen, wo der andere sich als das enthüllt, was immer ist, und wo deutlich wird, dass wir eine absolute Einheit sind und auch trotz dieser extrem komplexen Verschiedenheit und dieser besonderen Ausdrucksform, die jede einzelne Existenz hat, im menschlichen, im Körper-Ich, in der Einbindung an die schöpferische Fülle des Feinstofflichen, den anderen eben in diesem Leuchten zu erkennen als reines Sein. Und das ist, war ein großes Geschenk für mein System, also weil in der tiefen Wahrnehmung heißt in das in Einheit sein, ununterschieden sein, aber auch in der Wahrnehmung sein von allem, was jetzt ist. Das heißt, auch das schöpferische Spiel der kreativen Kräfte im anderen spüren zu können. Wir sind ja resonante Systeme. Die Klangfülle des anderen ist dann auch in mir. Ja. Und so finden sich Universen auch auf der Ich-Ebene, auf der Körperbewusstseinsebene, aber eben nicht auf der Ich-Du-Ebene, sondern aus dem Sein, spontan die Erkenntnis des anderen entsteht nicht in der Beziehungsebene von Ich-Du, sondern sie entsteht aus der Präsenz des Ewigen, aus dem plötzlich zwei kreative Pole aufsteigen und sich ineinander spiegeln, miteinander spielen und ergänzen. Und das ja, ist Fülle und Leere zugleich. Und wie oft diese Realität, in der wir sind, in ihren tiefsten Facetten nur als Paradoxale zu begreifen ist, ist es eben auch ein Paradoxon, dass in dem Moment, wo ich mein Ich verliere und den Wahrnehmungsfokus im Ich und im Körper Ich verliere und indem ich meine Seele verliere, die schöpferische Grundsubstanz der Ich-Du-Begegnung, die eine Lebensgeschichte mit Hilfe von anderen Dus entfaltet, indem ich das verliere und alles erlischt, ja, indem das, was bisher der Zeuge oder da wahrgenommen hat, plötzlich zerfällt und reines Sein ist, erscheint aus diesem reinen Sein die ganze Welt wieder neu. Und auch das Leben, und es spiegelt sich eben in allen feinstofflichen Körpern als Wissen, als Liebe, als Prem, als Staunen. Und als tiefe Dankbarkeit, genauso in dem, was jetzt ist, in Existenz sein zu können. Und diese Existenz auch teilen zu können durch die vielen Ebenen, durch die sich schöpferisches Bewusstsein bricht, in anderen Körper-Ichs und in anderen Shivas, in anderen Seelenmustern. Das ist ein großes Geschenk.
die das Leben uns macht und dass wir in seiner ganzen Tiefe auskosten können, wenn eben Leben und als Fülle, als Bewegung und die Stille des Seins, das Einfache, die Leere, das nicht differenzierte Sein, wenn das in einer leeren Identität, in einer nicht gewollten, intentionslosen, freien Identität zusammenkommt, dann ist es also Leben als Sein, lebendiges Sein, nicht definiert. Du hast ein Satz ist mir im Kopf geblieben, auch, und zwar hast du gesagt, also Sein ist für mich einfach das Gefühl, ich bin, das Gefühl von Anwesenheit. Also es ist eigentlich mehr als ein Gefühl, es ist einfach das, was da ist, Bewusstsein. Du hast gesagt, Impulse kommen nicht aus dem Sein. So war das nicht gemeint. Also der Impulsgeber... ja und nein. Es gibt nichts, was nicht aus dem Sein kommt. Aber die Handlungsimpulse steigen aus der Gegenwärtigkeit aus. Und in der Gegenwärtigkeit sind entstehen Impulse aus dem Nichts. Also da, wo das Sein leer ist, wo das Sein nichts ist, wo das Sein allumfassend ist und dennoch nicht definiert ist, da steigen Impulse auf. Da steigen Grundimpulse auf. Das ist der Unterschied zu den Impulsen, die im Ich, die aus dem Ich kommen und oder aus einer Identifikation, die dann im Ich, die das Ich die sich aus dem Ich projizieren und wo etwas als wichtig erscheint, wo etwas getan werden muss. Und diese ganzen Resonanzflächen, wo die Grundschwingung ist, dass der Fokus des Handelnden oder die Impulse der Handlung in einem Körper-Ich liegen, die bringen ja mit sich Anstrengung und Vergewisserung, ob ich bin oder ob der andere ist, Verunsicherung, Ängste, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, viele Dinge. Und diese Resonanzgleiche, die zwischen Ich und Handlung ist, die wird wirklich qualitativ neu, wenn Impulse als Nichthandeln, wenn Handeln zum Nichthandeln wird. Wenn Impulse nicht wirklich Handeln sind, weil sie nicht in einem Bewusstseinsfokus erscheinen, sondern wenn sie aus der leeren Fülle des Daseins erscheinen. Aber damit vorhin gemeint habe, ist die Grunderfahrung, die eigentlich keine Grunderfahrung ist, sondern das entzieht sich den Worten und auch der Beschreibung, auch den Konzepten. Also reines Sein, im reinen Sein sind für mich auch keine Handlungsimpulse mehr. Es ist ein völliges Verharren. Ja, es ist jenseits aller Bewegung, jenseits ist auch kein Impulsgeber. Es ist Leere. Es ist in gewisser Weise ein Nichts. Es hat keine Inhalte. Und es ist keine Impulse, keine Richtung. Es gibt keine Richtungen vor im Hinblick auf Schöpfung. Dennoch entstehen Handlungsimpulse und auch Richtungen von Schöpfung. Aber sie entstehen spontan. Aber es ist kein Schöpfer mehr da. Nee, Absichtslos. Sie entstehen absichtslos. Ja, aber sie kommen einfach. Die kommen einfach. Natürlich. Die sind da. Einfach Fluss des Lebens. Ja. Ja. Auf deiner Homepage, auf der ersten Seite, hast du den Arunachala. Das sagt ja irgendwie, dass er dir am Herzen liegt. Oder was kannst du sagen? Also du hast eben schon was dazu gesagt, dass praktisch nur die Form anders ist, aber dass das Leben das Gleiche ist, auch was durch uns strömt und was zum Beispiel so ein Berg ist. Aber ja, was kannst du speziell über den sagen? Arunachala ist für mich im Grunde das Anfang und das Ende der Suche von Erleuchtung. In ihm ist das Feuer des Shivas, also der die Formen verdrängt, indem er sie in dem feurigen Geist verbrennt. Ja.
indem er uns mit der wahren Essenz, mit dem Formlosen konfrontiert. Und Arunachala, die langen Jahre, wo ich ja dahin gegangen bin, war immer wieder ja, wie ein großer Schwamm, der die Inhalte der vielfältigen Formen des Schöpferischen. Shiva ist ja auch der große Zerstörer, ja, entleert und still werden lässt. Und auch so etwas wie die Vergangenheit, mit der sich ein Ich identifiziert hat oder ein Wesen identifiziert hat, entleert. Und der Arunachala ist ein starker Fokus der Öffnung in dieser Reinheit des Seins, weil Ramana Maharshi und der Arunachala eins sind. Das ist für mich, ist es ein Bewusstsein. Und als ich in einer Nacht, als mein Ich wieder aus daher gekommen ist, wo es eben herkam, ich würde heute sagen, es war vermutlich der Anandamaya Kosha, also ein tiefer Klang der oberen feinstofflichen Ebenen. Wenn sich unser Bewusstsein zurückzieht, aus dem Wachzustand einschläft, dann kann ja das Traum-Ich erscheinen oder noch eine tiefere Ebene, den traumlosen Zustand. Und aus diesem traumlosen Zustand hab ich ja über die Jahre, wenn mein Ich zurückgekommen ist, einfach waren dann Informationen da, die ich dann in meinen Computer getippt habe. Das ist aus diesen stillen Ebenen, aus den Einheitsebenen der Schöpfung, aus den Samenebenen. In dem Advaita Vedanta würde man sagen, aus den Ishvara, aus den Samen, die eine tiefe Einheit sind. So wie eine Sonnenblume, die im Sonnenblumenkern noch eingefaltet ist, ja, die noch nicht 2 Meter groß ist, fünf Blüten hat, gelb ist, der Sonne zugewandt im Blütenkorb, sondern die noch ganz eins ist in einem Punkt. Und diese Ebene des Tiefschlafs, in der Schöpfung eingefaltet ist, die ist beheimatet im Grunde die Fülle, die wahre Fülle von Kreativität. Und in einer Nacht kam das Bewusstsein, was ich dann als Ich wiedergefunden habe beim Aufwachen, aus diesen Ebenen, und ich hörte ununterbrochen diesen Arunachala, Arunachala, Arunachala. Und das Bewusstsein war dann weniger im Ich-Fokus, sondern in einer, ja, in einer Infrarotflamme. Kann sein, dass das die Zellerinnerung war, in einer Infrarotfrequenz. Und der Berg war ein ununterbrochenes Fließen von, wie im Sriyantra, von triadischen Energien. Von Triadenenergien. Ja. Und ich habe verstanden, dass es ein tiefer Ort der Einheit ist, in dem Einheit und Schöpfung gleichermaßen zusammenfallend oder also eins sind, immer wieder eins werden sind. Und das war die Öffnung. So bin ich zum Arunachala gekommen, und über im Grunde 10 Jahre hat mich im Grunde durch den Arunachala und im Arunachala die innere Präsenz Ramana Maharshis gelehrt. Er war im Grunde mein erster innerer Lehrer neben der Seelenmatrix. Und er hat mich die Stille gelehrt und die tiefe Öffnung, die Stille haben kann. Und der Berg hat mich die Kraft gelehrt, die aus der Stille kommt. Und gelehrt, dass Kräfte aus dem Nichts kommen und dann ihre eigene Richtung nehmen. Und wenn dann der Körper und das Ich in Hingabe ist mit diesen Richtungen, dass dann Wunder passieren können. Große Öffnungen ins Sein und in die Freude ineinander, die Freude am Sein. Und so, dass der Berg, der Arunachala, für mich mehr die Kraft ist. Und Ramana Maharshi, die für mich das verbirgt, was wir schon gesagt haben, dass ich das im Grunde, was wir sind, der Worte und der Konzepte, also den Worten und Konzepten und Gedanken nicht zugänglich ist, sondern jenseits davon ist. Und wir deshalb auch nicht kommunizieren können und durchkommunizieren können.
weil wir das sind, was jenseits dieser Worte sind, die man mundelt. Und da das unser aller Heimat ist, diese Urkunde des stillen Seins, ist es kommunizierbar, obwohl es jenseits der Kommunikation ist. Und ja, das ist für mich die Einheit von Ramana Maharshi, die... Jetzt fährst du aber nicht mehr zum Arunachala, also... Nein, es hat sich abgeschlossen. Es ist plötzlich wie... Leben ist ja oft in Kreisen. Ja, und auch wenn wir in den tiefsten Ebenen das sind, was sich nie bewegt, bewegt sich doch Schöpfung. Schöpferisches Bewusstsein bewegt sich. Und solange wir schöpferisches Bewusstsein im Körper zugeordnet ist und auch... den Wahrnehmungsebenen, die mit dem Körper und im Körper ich verbunden sind, solange es das gibt, gibt es natürlich auch Wachstumszyklen, Kreisen. Und selbst dann, wenn dann die Identifikation nicht mehr mit den Wachstumszyklen ist, sondern den Zyklus von Wachstum, die Rhythmen von Wachstum verlassen hat und sozusagen im permanent Seienden verankert ist, wo es keine Anfang, Ende, keine Mitte, keine Zeit, auch keine Rhythmen, keine Bewegung mehr gibt, sind wir doch auch Bewegung, solange dem, was wir sind, ein Körper zugeordnet ist. Und insofern hatte ich das Gefühl, also es war es ganz deutlich, da ist ein Kreis zum Abschluss gekommen, ein Lebenskreis, und es ist einfach abgefallen. Was nicht heißt, dass meine tiefe Liebe zu dem Arunachala und im Besonderen auch den Klingen, den Farben, der Farbigkeit des Lebens in Tirunamalai und vor allem in der wunderschönen Kraft des alten Ashramkerns von Ramana, dass die Liebe nicht immer wieder präsent ist und diese Tiefenerfahrung ist aufgehoben in der stillen Präsenz, die ich bin. Ja. Und kann natürlich jederzeit entflammen, wenn mich jemand danach fragt, dann ist sie einfach da. Und auch Ramana Maharshis tiefe Kraft, die da sehr stark gegenwärtig ist. Ist da. Und ich denke, eine Zeit lang hat eben etwas in mir das gebraucht, ja, diese Reise und auch diese verstärkte Präsenz. Das sind ja dann, wenn man im Ashram ist, ist ja auch eine Präsenz der magnetischen Energien, ja, der Erdwellen. Das hat das Bild, das ruft Klangfarben in unserem physischen Körper wach. Und wir tiefen unsere Hingabe. Und auch die Enthüllung des Seins ist ja auch leichter, wenn die Körper sich öffnen. Also die feinstofflichen Körper und die Magnetwellen, die magnetischen, der physische Körper sich öffnen dieser Wahrheit. Und da ist natürlich ein Ort, der auch im Magnetischen diese tiefe Kraft der Stille hält. Ja, wo sich Ramana Maharshi ist, die Reinheit seines Bewusstseins, das Wissen als Stille, das Jnana Marga als Stille, als das, was jenseits aller Worte ist, wo sich das magnetisch verankert hat, nämlich im Herzen des alten Ramana Ashrams, nicht der neuen Gebäude, das ist natürlich eine große Unterstützung. Und ich habe das für meine physischen Körper, um das zu fühlen, was ich bin. Es geht ja nicht nur um ein mentales Wissen. Das Jnana Marga ist ja nicht nur der Weg des Wissens, ist ja nicht nur, oder die Suche nach Wahrheit ist ja nicht nur eine mentale Ebene, sondern sie bricht sich in allem, was wir sind. Sonst wäre es nicht eine absolute, sonst wäre es nicht ein absolutes. Ja. Sonst wäre das reine Sein nicht ein absolutes. Wenn sich es nicht in allen relativen Ebenen, die wir sind und die wir verkörpern, brechen würde. Und das, da hat mir der Ramana Maharshi Ashram sehr geholfen, weil die Frequenzbrechung durch die Stille da so stark ist, bis in die Körperebenen hinein.
auch durch den, dadurch das Bewusstsein, auch das Magnetische. Erinnerung ist ja magnetisch und die in magnetischen Wellen. Und die Erinnerung wird da tagtäglich durch die Gesänge, durch die Veden, durch die, den Rhythmus. Im Ramana Maharshi Ashram ist ja morgens beginnt das Jahr um 7 mit Ritualen und die werden gestärkt den ganzen Tag über. Das heißt, es ist ein Bewusstsein inklusive der Pfauen, die in Resonanz zu den vedischen Gesängen und der Guru-Verehrung, die Pfauengesänge, die damit einströmen, ja, und öffnen auch in die anderen Bereiche der Existenz, eben ins Tierbewusstsein zum Beispiel oder zu den Pflanzen. Ja. All das ist da und wird genährt jeden Tag. Und wenn wir natürlich in so ein Feld gehen, werden auch all diese Ebenen in uns genährt. Die Resonanz dieses Körper-Ichs zu den Tierwelten, zu den Pflanzenwelten, diese Schwingungen nimmt das ganze Körpersystem, ja, die Einheit von Kropf und Feinstofflichen und vom reinen Sein, alles saugt das auf und kommuniziert es natürlich weiter. Ja. Und so sind wir ein Geben und ein Nehmen, ja, ununterbrochen. Und ja, das hat mir der Ramana Ashram lange gegeben, diese tiefe, tiefe, tiefe Kraft der Präsenz eben in allen Ebenen dessen, was in Existenz ist, vom physischen bis zum feinstofflichen Körper, bis zu Ananda, bis zu den Ebenen des stillen, der stillen Glückseligkeit. Ja. Vielleicht kannst du auch noch was über Raphael sagen, weil auf deiner Seite ist auch ein Link zu einer Seite von ihm und ich weiß nicht, ob du ihn... Nichts auftaucht. In dem nicht wirkliche Information auftaucht, aber vielleicht macht es darum gerade Raphael für viele interessant, weil es eben so wenig über ihn gibt, was er ist, weil er anscheinend das ablehnt, über sich als Person Informationen zu geben. Ja, das stimmt. Und zwar deshalb, weil er einfach keine Person ist und auch keinerlei Guru-Spielchen und keine Hierarchie. Und ich meine, ich bin ja eine Nach-Anti-Autoritäre. Das heißt, also ich habe schon immer, also meine, in mir war so ein alter Rebell, der immer gesagt hat, Hierarchie kann es nicht geben und alles, was hierarchisch ist, Schöpfung ist immer hierarchisch, aber das ist was, was mir nicht gefällt an Schöpfung und ich könnte deshalb keinen Guru haben, außer meine innere Seele, weil mir das nicht gefällt, die Vorstellung von Guru und Schüler. Und ja, und dann hat mich am Schluss doch einer gefunden. Und das ist ein Nicht-Guru, das ist Raphael. Durch sein Wesen, durch sein Sein sind im Grunde zwei große Geschenke gekommen. Das eine ist, dass ich, sag ich, mich ausgesöhnt habe und die tiefe Fülle, die für mich mein Philosophiestudium war und was ich über lange Jahre vergessen und abgelehnt hatte, weil es für mich auch sehr stark mit Mentalem und mit dem mentalen Verstehen von Wirklichkeit und mit dem wissenschaftlichen Verstehen von Wirklichkeit einherging und meine ganze Sehnsucht war aber zu sein, was ich bin und nicht über das Mentale zu verlassen. Und Raphael ist ja ein Metaphysiker auch. Und seine ganzen Bücher sind auch voll, ich würde sagen, voll der Leidenschaft für Philosophie, für die Liebe zur Weisheit. Und da habe ich einen Teil, was abgetrennt war über Jahre oder geschlafen hat, wiedergefunden und bin dafür sehr dankbar, weil da ist eines etwas heil geworden in meiner eigenen Lebensgeschichte, sodass mein Ich die verlassen konnte. Und es ist im Wissen, in der Art, wie Wissen oder Weisheit sich durch das System, was ich bin, kundtut. Konnte sich nähren. Das ist entstanden in der Spiegelung in Raphael. Und das zweite große Geschenk ist, dass mich die Besucher da gelehrt haben, den Einklang von Leben und Sein. Also das A, Weitgang. Das wirklich Leben und Fülle und die einfachen Handhabungen wie eine Blume zu gießen oder mich anzuziehen, ununterschieden sind
vom Sein. Und dass, dass wir aber verankert sind, nicht in der Fülle, sondern verankert sind in dieser sich selbst immer gleichen, ununterschiedenen, identitätslosen Einheit. Und in der Präsenz da, in der Einsiedelei, ist das ganz organisch zusammengewachsen in mir. Dass Leben und Sein wirklich eines sind und dass die Verankerung in der Reinheit des Seins möglich ist und gleichzeitig die Fülle und die Dynamiken des Bewusstseins ohne Widerstand einfach freizugeben, so dass Leben sich schenkt, verschenkt und Leben ohne Widerstand entfaltet. Und eben sich nicht mehr der Schmerz sich auflösen kann in den Lebensformen. Der Schmerz und der ja nur aus der tiefen und auch tiefer Angst, der nur aus diesem Gefühl, dass wir letztendlich allein sind als Menschen und getrennt und dass eine Trennung ist zwischen dem, was wir sind und dem, was sich entfaltet. Und diese Trennung, die hat sich da geschlossen und ich habe auf einer sehr tiefen Ebene schlagartig gewusst und auch nach und nach verwirklicht in meinem Lebensstil, ja, das, was Art weiter heißt, nämlich Ungetrenntheit, lebendiges Sein, Ungetrenntheit von Leben und Ewigkeit. Und das ist ein sehr, sehr großes Geschenk, was mir Raphael gegeben hat. Und er ist ähnlich wie im Ramana Ashram in einem Feld oder vielleicht auch bei der großen Amma, ja, bei der großen Amma, die durch die Umarmung hier heilt und öffnet, in dem Feld von einem starken, reinen, ich meine auch im Herzen reinen, ichlosen, egolosen und nicht in irgendeinem Schöpfungsfokus zentrierten Bewusstseinsfeld, wird ja der eigene Fokus von dem Ich-Körper sehr ausgeleuchtet. Und es sieht plötzlich all die Schwächen und die Begrenzungen und Ängste tauchen auf und alte Schmerzen, Wunden, die vielleicht schon vernarbt haben, brechen wieder auf. Und all das geschieht wie ein Scheinwerfer, ja, plötzlich etwas sehr deutlich macht. So wirken oder haben auf mich diese starken nährenden Felder gewirkt, wie eben Ramana Maharshis Präsenz in Tiruvannamalai oder Amas Präsenz oder auch sehr stark die Einsiedelei. Es ist einfach, es ist, als würden Gedankenformen, Konzepte, die nicht mehr stimmig sind, alte Identifikationen, Urängste des Menschen, nicht würdig zu sein, innere, auf der Seelenebene, im Seelenkörper schwingende Formen der Göttlichen, des Göttlichen, die zu eng geworden sind, etwa katholische, ich war ja katholisch, bin ja katholisch getauft, dass das einfach schmilzt. Es zeigt sich in der Begrenzung, in der Wahrhaftigkeit, aber auch in der, im Schmerz der Begrenzung und es zerfällt. Und das ist das große Geschenk, was ein Bewusstsein, was in sich ruht und nicht definiert ist, für, macht. Es beleuchtet alle Definitionen und es entgrenzt alle Definitionen oder löst sie manchmal sogar auf. Und das kann eben ein Ich-Kern sein oder eine biografische Wunde sein oder eine existenzielle Ebene von der Schmerz des Menschen, überhaupt getrennt zu sein, überhaupt als Mensch zu sein, also überhaupt Teil der Schöpfung zu sein und nicht ewig Seiendes in dieser Reinheit des Formlosen, des Nicht-Manifesten. Und das ist das, was verstärkt möglich war als Erkenntnis bei Raphael und deshalb lege ich ihm auch mein Herz zu Füßen seiner Existenz und ich hätte nie gedacht auch, dass jemand, der inkarniert ist, noch in einem physischen Körper, so leer sein kann und so ichlos.
Und dass ein Guru so frei von jeder Form des Gurus sein kann. Und ich habe da zum ersten Mal auch verstanden, warum es irgendwo in den Talks bei Ramana heißt, das wahre Verhältnis von Guru und Schüler existiert nicht, weil beide sind eins im reinen Sein. Und der Guru hat keine Form, er ist formlos. Und das ist das, was die Schüler bei ihm suchen. Und das habe ich verstanden und ich habe verstanden, dass auch wieder als Paradoxon das Gegenteil wahr ist, nämlich, dass Raphael mich gefunden hat und ich Raphael auf der Ich-Körper-Ebene und in meinem, was meinen spirituellen Ausdruck betrifft, weil es das war, was mein Ausdruck als individueller Ausdruck, als da, wo er noch mein und zu einem Ich und einem Körper gehört, gebraucht hat, um sich freizusetzen. Insofern ist natürlich ein Guru auch in seiner Form wichtig, in seiner individuellen Form, in der Körper-Geist-Form, in dem, was er durch jeden Lehrer, ich nenne es lieber Lehrer, oder bricht sich ja Bewusstsein auch auf ganz spezielle Weise. Und jeder findet seine Worte und jeder hat sowas wie seine Spezialität und jeder hat seine Gaben, ja, und zieht bestimmte Menschen an. So ist es eben auch, weil wenn wir alle reines Sein wären, dann wären wir nicht manifest, dann wären wir als Absolutes präsent und dann könnten wir uns nicht spiegeln, weil dann gäbe es ja keine Bewegung und kein kreatives Bewusstsein. Das heißt, das, was uns interessiert hier auf der Erde, ist natürlich auch die Form des Gurus, beziehungsweise das, wodurch sich dieses Absolute bricht. Und wir gehen davon aus, dass ein Guru ein Guru ist, weil sich durch seine Form das Absolute auf eine Weise bricht, wo die stärker durchleuchtet ist, ja, die das, was wir sind, stärker enthüllt, als das, was derjenige ist, der zum Guru, derjenige als Form hat, der zum Guru geht. So dass sich diese im Grunde, das, was ein Guru bewirkt, ist die Auflösung der individuellen Form bei einem anderen. Und zwar gebrochen durch die Spezialität, die seine individuelle Form bietet. Ja. Also das, die Regenbogenspektren, was das Blau-Violette, ja, das in mir ist, aber noch verborgen, noch unter dem Grün oder durch im Gelbton verborgen, aber eben gewusst wird intuitiv. Ja. Das sucht natürlich das Blau-Violette, ja, weil es das ist, was ihm eine tiefere Schicht, was ihm einen Kontakt zur tiefen Wahrheit ermöglicht. Und danach, denke ich, sucht sich unser System einen Guru aus, beziehungsweise der Guru findet uns immer wieder beides, die Resonanzebenen, wenn die Zeit reif ist. Das ist dann eine große Kraft, die da plötzlich ist und die weiß, das ist es. Und das heißt, jeder, der dann bei Raphael landet, heißt dann, dass das genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort und der richtige Guru ist. Und wenn das für einige, die das vielleicht wollen, nicht möglich ist, weil das die Einsiedelei diese Ebene von Geborgenheit und auch von Verborgenen hat, die es eben hat, die sich dann manifestiert, dann heißt es, dass da etwas anderes da ist, Raphael auf einer anderen Weise. Ich finde auch, wenn man ein Buch von Raphael liest, zum Beispiel mein Lieblingsbuch, weil das so mir so stark geholfen hat, meine eigenen Erfahrungen auch schlagartig zu verstehen, ist Vivekachudamani von Shankara. Also das Schwert der Unterscheidung, das, was das Prajnaparamita bei den Buddhisten ist, das Wirkliche vom, das Schwert der Unterscheidung, was uns hilft, das Wirkliche vom Nichtwirklichen zu trennen. Das ist eines meiner Lieblingsbücher und ich finde, wenn man Raphael liest, ist seine Präsenz unglaublich stark, eben weil er eine Abstraktion ist. So wie Ramanas Präsenz auch unglaublich stark ist, jetzt wo er gar nicht mehr physisch präsent ist und auch wenn ich nicht mehr hinfahre, heißt es, dass mein Feld gesättigt ist, auch mit der Ramana-Präsenz. Und so ist es bei uns allen, ja.
Das heißt, eine Zeit lang fahren wir hin. Eine Zeit lang brauchen wir das Buch, den Guru, die direkte Präsenz des Guru, weil wir lernen ja, wie gesagt, auch über die physischen Körper. Das ist einfach wunderbar. Für mich war Raphael zum ersten Mal, war ja für mich jemand verkörpert da. Und ein Bewusstsein, wo ich das Gefühl hatte, oh, da kann ich was lernen, da öffnen sich Tore. Das ist das, was ich bin. Ja, da. Das ist das, wo sich etwas in mir öffnet oder abrundet oder rund wird, was gewartet hat und was plötzlich schlagartig da ist, wenn ich ihn finde. Das ist diese diese tiefe Kraft. Das war ein großes Geschenk für mich, weil eben Raphael trotz seiner wirklichen Identitätslosigkeit und enormen Ichlosigkeit, es ist wirklich keine Person da, sondern persönliche Aktion oder Reaktion steigt immer spontan auf. Und es ist auch spürbar, wenn man Energien fühlen kann. Das war für mich eben ein großes Geschenk, weil er plötzlich physisch da war, weil er ja noch im physischen Körper ist. Und weil ich, da ich ja auch Heilerin bin, das heißt, ich bin, mein System ist sehr empfindlich mit Energien. Das war für mich ein großes Geschenk, mich auch mit meinem physischen Körper elektromagnetisch in seinem physischen Körper wiederfinden zu können. Und in meinen feinstofflichen Ebenen, den Seelenebenen und den Schöpfungsebenen, in seinen Schöpfungsebenen. Er ist ja auch, kommt ja auch von der Alchemie her und hat ja auch Bewusstseinsfacetten, die in vielen Dimensionen zu Hause waren und ja auch viel Wissen, auch Kabbala-Wissen und Wissen, buddhistisches Wissen. Er ist sehr stark mit den Philosophen, die ich auch als ganz am Anfang meines Philosophiestudiums am interessantesten fand, Parmenides und Heraklit. Das heißt, der eine, der die Bewegung, der die Wahrheit in der Bewegung sucht, der andere, der die sagt, ist Bewegung ist eine Illusion, das gibt es nicht, ist reines Sein. Ja. Das heißt, viele Facetten, die das Bewusstsein von Raphael durchfließen, sind auch Facetten, die das Bewusstsein, was durch mich fließt, auch hatte und wo da einfach auch eine Begegnung war und eine Öffnung und eine Tiefung. Ist eben ein großes Geschenk, was ein verkörperter Guru einem macht, dass wir uns in allem, was wir sind, im grobstofflichen und im feinstofflichen, bis in den Samenkörper hinein, im Seelenkörper, im Samenkörper, im kausalen Körper meine ich damit, und im grobstofflichen Körper spiegeln können und ja ununterbrochene kommunikative Systeme sind, weil das sind resonante Systeme. Da ist Bewegung im physischen, wie im emotionalen, feinstofflichen, wie im kausalen. Da ist resonante Bewegung und das ist natürlich so eine umfassende Spiegelung. Ja. Zumal, wenn der andere eben seinen Fokus nicht mehr im grobstofflichen oder in den Seelenkörpern oder in den kausalen, den verursachenden Samenebenen hat, sondern jenseits davon ist, ja, und einfach nur ist, was er ist, dann ist das natürlich eine große, große Gnade. Und ja, deshalb, wenn ich je einem Verkörperten mein Herz zu Füßen legen würde, dann ihn. Ja, in Dankbarkeit für sein Sein. Wie sieht das praktisch aus? Er lebt an einem Platz in Italien und Menschen, die wollen, können dahin, können bei ihm zeitlang leben oder bietet er auch Retreats an oder wie? Also eine Zeit lang hat Raphael in vielen Ländern Seminare gemacht und Retreats, aber es ist so, dass der fast unmöglich geworden hinzukommen in die Einsiedelei in den Ashram, weil sein Feld sich eher ausdrückt über die Vervielfältigung über die Bücher. Er hat im Grunde in Rom eine Gruppe, aus der er auch gekommen ist. Also er hat ursprünglich ja in Rom gewirkt
Und die Vidya-Gruppe, die hat schon seit 30 Jahren ja seine Schriften veröffentlicht, aber auch griechische, alte griechische Texte, also im Grunde die ganze Tradition der Einheit. Raphael verkörpert im Grunde die Metaphysik, da wo sie Philosophia perennis, ewige Philosophie ist. Das heißt, wo sie sagt, dass es nur immer eine Philosophie es gibt und das ist die des reinen Seins. Und alles andere sind nur Bewusstseinsfacetten, Aspekte, die als kreatives Bewusstsein aus dem reinen Sein aufsteigen. Und alle philosophischen Systeme spiegeln sich im kreativen Bewusstsein. Aber es gibt eben eine Tradition, die Wissen nur verkörpert, indem du es bist. Wo du Wissen nicht als Lernen, nicht im Buch lesen, nicht als intellektuelle, nicht als analytisches Wissen, als analytisches Verstehen erreichen kannst, sondern nur indem du bist, was du bist. Das heißt, in der Weg der Initiation, wo Wissen und Weisheit immer auch innere Arbeit, Initiation, in Stille sein, Samadhi, im Samadhi, in der Meditation enthüllt sich das. Und da gibt es eben in der Philosophie Traditionen, Einheitstraditionen, die sehr alt sind, eben bei den Vorsokratikern schon, bei den Eleaten, eben Parmenides oder Plotin. Und diese westliche, das ist ja unsere Wiege, wenn wir hier im Westen inkarniert sind, ist der griechische Raum, auch der ägyptische Raum im Grunde die Wiege unseres Wissens, ja, ist die Verankerung unseres Bewusstseins. Und Raphael hat eben interessiert, die Einheitsebenen, die Einheit dieses Wissens herauszuschälen im Westen. Und beleuchtet eben in seinen Büchern hauptsächlich auch die metaphysischen Systeme. Metaphysik heißt ja jenseits des Grobstofflichen, die eben genau uns klar machen, dass das, was wir sind, ist schon immer durch das Bewusstsein beleuchtet, erfasst worden und auch wiedergegeben worden. Wir haben eine Tradition. Wir müssen uns nicht verirren im Intellektuellen, ja, in Tausenden von Büchern. Wir haben eine Tradition, die auch über die Körper geht. Ja, die uns fühlen lassen, dass wir sind. Ja, wo sich das reine Sein, was diese Tradition uns über Worte lehrt, aber auch schlagartig als Präsenz, als Gegenwärtigsein, als im Gewahrsein enthüllt, ja, und fühlbar wird in allen Körpern. Und diese Tradition, das ist im Grunde seine Aufgabe, so sagt er, das hat er ja in vielen, vielen Büchern, ich glaube, es sind über 70 und hunderte von Schriften und er hat das ja alles nochmal auch aus seiner inneren Erfahrung. Er ist ja auch diesen Weg der Initiationserfahrung gegangen, der großen Mysterien und hat aus dem inneren Erfahrungsweg des Mystischen, und der schlagartigen Enthüllung dessen, was wahr ist, des initiatorischen Enthüllens, was wahr ist, hat er im Grunde all die alten Texte, sind ja zum Teil Fragmente nur, ja, bei Anaxagoras oder die alten griechischen Philosophen, hat er neu übersetzt, ja, und neu interpretiert. Auch eben die Sanskrit-Schriften, auch Shankara. Ja, er hat also die wichtigsten Sachen, das Atma Bodha, das Brahma Sutra, was ich sehr liebe, das leuchtet diese Freude am Wissen, an der Weisheit auch. Das hat er auch die Bhagavad Gita. Also eine tiefe Quelle und so einfach, eine Schrift, die sich so einfach enthüllt, weil da geht es um Schöpfung, um dass wir und um Widersprüche, ja, um den Bruder, der plötzlich zum Gegner werden soll. Wie? Und ich soll den abschlachten? Wie? Da gibt es Krieg? Was bedeutet das? Da gibt es Krieg und Frieden als Pole und da gibt es einen Weg, der sagt, Krieg kann auch ein Mittel sein, um in die Einheit zu gelangen. Also diese unglaublichen und sehr provozierenden Lehren von der Bhagavad Gita, die uns helfen, die Dualität, in der wir ja gerade jetzt auch in dem Zyklus, in dem wir sind, die nächsten 25, 50 Jahre noch im das auslaufende Kali-Yuga, die Dualität und dieses Sich-Brechen auch in der Negativität abzupuffern, da ist die Bhagavad Gita wunderbar. Und ich kenne drei Interpretationen der Bhagavad Gita, wunderbar auch von Yogananda, aber die von Raphael ist eben aus der tiefen Stille. Und die ist eben aus diesem nicht-dualen Punkt des absolut Einen. Und
Ich denke, wenn einer, der verwirklicht ist und auch die Schritte der Verwirklichung im inneren Zeugen durch den Sakshin beobachtet und nachvollzogen hat, nachdem diese inneren Einsichten abgeschlossen waren und sich ein neues Tor geöffnet hat, bis sozusagen das Zentrum der Wahrnehmung zerfällt und nur das reine Sein bleibt. Jemand, der diese Initiationen hat, der hat natürlich einen enormen Zugang zur zum heiligen Kern der alten Schriften, die deshalb heilig sind, weil sie die inneren Räume in uns sofort öffnen. Sogar über die Mens, über das Mentale, über das Intellektuelle verstehen. Und das ist die große Kraft von Raphael. Und es ist deshalb schwer, heutzutage hinzukommen, weil es einfach eine kleine Gruppe ist, die diesen Ashram oder diese Einsiedlerlei aufrechterhält und die da arbeitet. Und die können nur eine bestimmte Anzahl an Gästen überhaupt bewältigen. Ja. Und deshalb ist es so, dass viele da sein können, also auch die Gruppe, die in Rom die Verlagsarbeit macht für Raphael, ist zum Beispiel jeden Samstag da. Die helfen dann auch im Garten. Das ist ja auch ein Bereich, der sich selbst trägt. Viele eben sind in den Früchten, die entstanden sind, so wie ja auch bei Ramana viele Früchte gesät hat, Satya Sai Baba, Arma, sind viele Gruppen von Raphael entstanden in den Universitäten, zum Beispiel in Sizilien gibt es an vielen Universitäten starke Raphael-Gruppen. In Spanien gibt es viele Gruppen, in Frankreich gibt es Gruppen, in Brasilien gibt es eine kleine Gruppe. Also an vielen Orten der Welt gibt es Gruppen, die mit den Schriften Raphaels arbeiten und auch den Weg der Verwirklichung gehen, ohne direkt mit ihm in Kontakt zu sein. Aber was heißt schon direkt bei einem Bewusstsein, was unbegrenzt ist? Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch universelles Bewusstsein unbegrenzt ist und eine enorme Erweiterung für den individuellen Seelenfacette, für den individuellen Seelenausdruck bedeutet. Und individuelles Bewusstsein sind resonante Ebenen. Das kann sich schlagartig in uns manifestieren, wenn ich eine Zeile in einem Buch lese. Ja. Plötzlich bin ich im Bewusstseinsnetz. Raphael ist ein Bewusstseinszustand. Ja. Den er persönlich in einem seiner Schriften in Tiferet, also im Herzen des Lebensbaums der Kabbala ursprünglich verankert hat, also eine Herzqualität. Ja, deshalb denke ich, zieht er auch viele an, die auch Liebesuniversen oder wo eben Liebe und Wissen eins ist und Leben und reines Sein eins ist und die Liebe zum Leben. Und Raphael ist primär ein Bewusstseinsfeld, was wir alle in uns haben, weil es Teil der universellen, schöpferischen, kreativen Kraft ist. Und ich fände es wunderschön, wenn alle dahin gehen könnten, aber kein Ashram kann natürlich das leisten. Und Raphael, denke ich, wirkt primär durch die Einheit der Überlieferung und indem er die Einheit der Überlieferung auch in den Büchern und in diesen Gruppen, die sich dann finden können und natürlich auch über Leute, die das Bewusstsein dann weiter verbreiten, ich ja auch in meiner Arbeit. Und vielleicht kannst du noch was zu sagen, was du jetzt anbietest, was deine Arbeit jetzt ist. Ja, im Grunde ist es eine Mischung. Je nachdem, was dran ist, was sein soll. Ich gebe alle paar Monate bei mir in meinem Haus oben am
Waldrand, Satsang. Und da ich ja auch Heilerin bin, das heißt, meinen Fokus sehr stark im Feinstofflichen, im Seelenkörper habe, aber auch im Kausalen und Lebensbiografien, auch Familiengeschichte über diesen Fokus heile, also indem ich gucke, wo kommen verursachende Prinzipien, wo sind die im Seelenkörper, im Feinstofflichen oder im Grobstofflichen, da arbeite ich eben mit den einzelnen Körpern auch. Und im Satsang mache ich mir eben Satsang, das heißt Gespräche und aber auch Öffnungen durch die physischen Systeme. Und ich mache Retreats. Und in den Retreats ist es so eine Mischung aus Stille, auch langes Stille sitzen, lange Phasen von Stille, von Musik, von Bewegung. Ich liebe Mantren, ich finde es schön, Mantren zu singen, weil Mantren einfach auch eine starke Kraft entfalten können, die die göttlichen Ebenen in unseren feinstofflichen Körpern aktivieren. Und alle göttlichen Ebenen, die in unseren Seelen, im Seelenkörper sind, sind Tore zum namenlosen Gott, sag ich mal, zu dem, was jenseits der göttlichen Form ist und auch der göttlichen Formen, die sich in Verbindung mit dem Erdbewusstsein als Ideen von Gott entwickelt haben. Und ich mache im Grunde so eine Mischung aus energetischer Arbeit, freier energetischer Arbeit, auch ja, so wie es in dem Energy Happening jetzt auch auf dem Rainbow sein wird. Also alle stehen und es entfalten sich dann eher das feinstoffliche kollektive Formen von Bewusstsein. Ja, die individuelle Ausdrucksform in mehr universelle Ebenen öffnen und in die stillen Ebenen des Seins. So dass im Grunde meine Arbeit eine Mischung ist aus heilerischer Arbeit auch am Körper, auch mit Berührung, auch Arbeit an feinstofflichen, stille Sitzen, Talks, Teachings, die ich gebe und Gespräch. Es ist so eine Mischung. Oder auch freies Tanzen ist eine Mischung und Integration von diesen Formen. Aber sie zielt primär darauf ab, eben sich zu finden, als das wir uns finden, als das, was wir sind. Und zwar auf eine ganz einfache, schlichte Art. Und dabei die menschlichen Seiten zu lieben und wertzuschätzen. Und die Freude zu finden an dem, was wir sind. Vielleicht kannst du kurz noch was sagen. Du hast eben erwähnt, die besondere Qualität der jetzigen Zeit, wenn es sowas gibt, wenn nicht der Moment jetzt hier immer was Besonderes ist, wenn man ihn bewusst erlebt, aber generell, was kannst du dazu noch sagen? Ja, also das Allerwichtigste finde ich, dass Kali Yuga wirklich ein Bewusstseinszustand ist und nicht eine Zeit. Ja. Und keiner von uns ist gezwungen, im Kali Yuga zu sein. Ja, sondern da, wo wir jenseits des Zyklus und der Zyklen sind und jenseits der Wachstumszyklen sind und da, wo wir Pax Profunda Frieden sind, sind wir auch nicht betroffen von diesen Ebenen des Kali Yuga. Und gleichzeitig ist es so, dass aber Millionen von Menschen in diesem Zyklus sind, ja, nämlich da, wo das menschliche Bewusstsein eben den Fokus im Ich behält. Und die Anbetung vergessen hat, also in der Avidya ist, in dem verschleierten Zustand. Ja. Und diese wunderbare Kraft des Quelldaseins nicht kennt. Und da, wo diese Verbindung nicht ist, da ist einfach sehr viel Schmerz und eine Menge Dynamik in den alten Formen, die sich sehr stark polarisiert haben, wie zum Beispiel Gewalt. Ja, oder die sich polarisiert haben wie die Idee, dass wir getrennt sind von der Natur, von Prozessen, die in Mutter Natur sind. Oder dass die Idee, dass unser Bewusstsein getrennt ist vom Erdbewusstsein. Ja. Oder dass spirituelles Bewusstsein getrennt ist vom Erdbewusstsein. Wir können aus den Erdresonanzen gehen in unserem spirituellen Bewusstsein. Aber wir sind Teil der Erde, solange wir im Körper sind. Und was ich in der Zeit wichtig finde, ist Gleichmut, in Gleichmut zu verharren. Ja.
Das heißt, nicht dual zu sein und in wirklich diese Haltung des Zeugen, des inneren Beobachters, finde ich sehr wichtig, zu gucken, wo zieht es und welchen Teil von mir zieht es in diese Polarisierung, in die Dualität. Wer identifiziert sich mit Japan, ja, und mit den wirklich ja schwierigen Geschichten? Und weil Radioaktivität ist nicht von heute auf morgen zu Ende. Oder wer identifiziert sich mit dem Leid dieser Menschen? Wer, was anderes ist wirklich Einfühlung. Ja. Einfühlung vom Herzen her eins sein, ja, ist was anderes wie die Identifikation mit dem Leid. Oder wer identifiziert sich mit diesen gewalthaften, feurigen Prozessen, die jetzt in Syrien und in Nordafrika am Aufbrechen sind? Das sind einfach notwendige Dinge, um extreme Polarisierungen von Macht, Ohnmacht auszubalancieren zur Mitte hin und zu verstehen, dass Macht, Ohnmacht eine Illusion ist, die typisch dual ist. Und das, was existiert, ist Allmacht. Das heißt, die Macht des einen in jedem Einzelnen von uns, in allem, was in Existenz ist, ja. Auch in den Tieren, auch in den Bäumen. Und diese, also Vorsicht vor der Polarisierung und vor der Identifikation, weil wir sind, solange wir im Körper sind, auch kollektive Organismen. Das heißt, wenn ein Teil des nicht-individuellen Bewusstseins der Erde in Gewalt ist, egal ob es ein Taifun ist oder ob es soziale Umbrüche sind, soziale Bewegungen sind. Diese Bewegungen sind nötig und diese Bewegungen brechen auf, um eine neue Form der Mitte zu finden, um alte Polarisierungen, wo die Energie wirklich ausläuft, abzuschließen. Ja, das ist wie jeder individuelle Wachstumszyklus auch, sind die kollektiven Zyklen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Kollektive auch Teil von uns ist. Und dass, wenn da in uns ein Bewusstseinsfokus ist, der sich identifiziert mit dem Kollektiven, werde ich sozusagen nach außen getragen in die äußeren Ereignisreihen. Ja, dann bin ich in Syrien. Und je stiller mein Feld ist, ja, also je mehr der leere Raum in mir ist, desto stärker ist dann diese Affinität. Weil über die, sage ich, Nullpunktierung, über den Nichtraum in mir, können alle kollektiven Frequenzen, die in Existenz sind, verstärkt wieder in meinem System aufflammen. Deshalb finde ich, dass es in dieser Zeit wichtig ist, in Liebe, in Prem, zu verharren. Das heißt, mich nicht in die äußeren Ereignisreihen ziehen zu lassen über Identifikation oder über Projektion von Energien an diesen Ort. Ja. Es braucht da auch keiner Hilfe. Es braucht da keiner Hilfe an diesem Ort. Sondern Hilfe entsteht spontan. Ja. Und weil auch diese Orte Orte der Einheits- und der Einheitsfindung sind. Und da, wo immer Orte in Einheitsfindung sind, ist auch die Präsenz der Einheit, die ja Fülle ist, da. Und aus ihm steigen genau die Formen der Hilfe, auch die resonanten Formen. Ja, die gebraucht werden. Aber die Idee, dass irgendetwas Hilfe braucht, ist eine falsche Idee. Die größte Form des Gebens und die größte Form der Liebe ist die tiefste Ebene, als gegenwärtig sein zu leben, die wir sind. Und das ist das nicht definierte reine Sein. Das öffnet neue Formen an diesem Schauplatz der Zerrissenheit. Das öffnet neue Formen, die heilender sind als diese polarisierten alten Formen, die alle Menschen, die damit konfrontiert sind, in extremes Leid und Schmerz verankern und einbinden. Und die das Nicht-Definierte, was Leere und Fülle zugleich ist, hilft spontan an so einem Ort, eben Zyklen des Bewusstseins, auch kollektive Formen des Bewusstseins zu öffnen, die heilend sind und die eine neue Lebensweise ermöglichen, einem Land wie Ägypten oder Syrien. Ja. Und da hat dann sogar auch, ist ein Instrument der Hilfe und der Einheitsfindung, zum Beispiel auch das Bloggen. Also auch die Möglichkeiten, die das Internet gibt und die Vernetzung. Also auch ganz neue, wunderbare Formen,
die wirklich auch die Vorherrschaft der Machtstrukturen, die eingefroren sind, in einem Clan brechen können. Aber diese Formen sind da und diese Formen entstehen spontan. Das hat man ja gerade an dieser Bedeutung der Internetverbindungen gemerkt bei den sozialen Bewegungen. Das entsteht spontan und wir müssen aus der Idee wegkommen, dass wir direkt unser Ich dahin projizieren und auf der Ich-Du-Ebene oder von einem Land zum anderen helfen müssen. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass kollektive Prozesse eine eigene Dynamik entfalten und dass diese Dynamik viele Möglichkeiten, parallele Quantenmöglichkeiten hat und dass, wenn wir im reinen Sein verharren, wir wirklich gebend sind, weil dann sind wir in Prem, in der bedingungslosen Liebe. Die größte Ebene der Einheit ist das, was den anderen völlig frei lässt. Auch dem anderen im Wachstumszyklus, einem Land in seinem Wachstumszyklus. Völlige Freiheit lässt sich zu finden in sich. Ja. Und wir unterstützen das, indem wir sind, was wir sind. Ja. Und nur das ist, finde ich, für mich ist das die tiefste Form des Gebens. Auch noch tiefer als jetzt Meditationen zu machen für dieses Land oder Gebete zu machen für dieses Land, wobei das alles wichtige Schöpfungsebenen sind. Jedes Gebet ist auch eine wichtige Schöpfungsebene. Aber für mich ist die tiefste Ebene der Befreiung eines Landes ist im tiefsten Zustand der Freiheit zu verharren und zu verstehen, dass dieses Land in diesen schwierigen sozialen Spannungen als Facette des Kali Yuga, als Bewusstseinszustand, ungetrennt ist vom Absoluten und von dem tiefen Frieden und von der Fülle und der großen Kraft, die aus dem Absoluten aufsteigt. Und neue Formen der Mitte, heile Formen der Mitte für diese Menschen und für das Menschsein da vor Ort kreiert. Deshalb ist Gleichmut nicht Identifikation und freigeben die Dinge. Und anerkennen, was ist. Auch den Schmerz, manchmal schwer, den Schmerz. Anerkennen, was ist. Für mich das Wichtigste, die nächsten, nicht nur 2012, sondern wahrscheinlich noch die nächsten 50, 100 oder 250 Jahre, wird noch ein bisschen länger dauern, ist mein Gefühl. Okay. Mhm. Renate, ich danke dir herzlich für dieses Interview. Danke. Ich danke dir auch sehr, Diversito. War schön.